Guten Morgen und herzlich willkommen in San Cristobal. Nach den 40 Grad in den letzten Tagen sind es jetzt angenehme 19 Grad und ich freue mich wirklich, dass mal ein paar mildere Temperaturen sind. Ich nehme euch auf jeden Fall wieder mit durch die Stadt und zeige euch die besten Orte in San Cristobal. San Cristobal liegt übrigens auf 2100 Metern, darum ist das Klima ja auch so mild. Das hat aber auch die Anfahrt erschwert und wir haben statt 9,5 Stunden 12 Stunden gebraucht. Aber auch, weil wir dreimal von der Polizei kontrolliert wurden. Aber naja, wir sind angekommen und es ist wirklich wunderschön hier. Ich bin gerade auf dem Weg zu der Kirche dort oben. Ist wirklich super anstrengend, weil es nur Treppen sind. Aber ich schaff's auf jeden Fall. Okay, ich hab's fast geschafft. Bin komplett fertig. Aber es sind nur noch wenige Stufen. Ist auf jeden Fall eine mega Aussicht von hier oben. Wunderschön. San Cristobal ist wirklich unglaublich schön. Ich bin wirklich beeindruckt von der ganzen Stadt. San Cristobal kriegt auf jeden Fall eine 10 von 10. Ich finde es wirklich unglaublich schön. Es ist wirklich mega toll hier. War die Zeit ohne mich. Super schön. Ich war im Park und hab mir echt eine Viertelstunde Vogelgezwitscher angehört. Nice. Ja, Mann. So, wir suchen jetzt erstmal Essen und wir hoffen, dass es gesund ist. Wir haben jetzt einen Laden gefunden, wo es auch Falafeln gibt. Hoffentlich wird das was und der hat nicht geschlossen, weil ich glaube, ich habe seit 1,5 Monaten nichts Gesundes gegessen, wirklich. Und mein Körper braucht das einfach wieder. Ich bin mal zufrieden. Ja, alles gegeben. Schüchtern heute? Schon ein bisschen. Ich hab's vorhin noch gesagt, ne? Es hat einfach zu. Hättest du nicht mal nach den Öffnungszeiten gucken können? Stand geöffnet tatsächlich. So, wir haben tatsächlich noch ein veganes Restaurant gefunden, was mega gut aussieht. Und für 150 Pesos bekommen wir ein ganzes Menü. Das sind 6 Euro, also unfassbar günstig. Gelandet. Hey, Paradies. Das war das mit Abstand leckerste und gesundeste Essen, was ich bisher in Mexiko hatte. Für 150 Pesos haben wir ein ganzes Menü bekommen. So eine Tomatensuppe, wir haben Thai Curry bekommen und sogar noch einen Nachtisch und noch Getränk dazu. Das ist wirklich unglaublich günstig und gut gewesen. Ich denke, wir werden da die Tage auch nochmal hingehen, weil es so gut war. Ich bin echt in Love gerade. So, wir erklimmen jetzt den nächsten Gipfel hier. Skala von 1 bis 10, wie Bock hast du? Null. Bei mir geht's.
Besser spät als nie. Schafft das auch mal hoch. Mal mit Ruhe und Gemütlichkeit. Ich habe mich übrigens komplett verbrannt, weil ich die Sonne hier mega unterschätzt habe, weil es halt so kühl ist. Aber ich glaube, das ist der krasseste Sonnenbrand, den ich bisher hatte hier. Also wir haben es heute wirklich geschafft, nur gesund zu essen. Wir sind jetzt noch in einem anderen veganen Restaurant und das Essen sieht mega gut aus. Ich probiere es jetzt mal, ich denke aber, es schmeckt auch super gut. Meins ist übertrieben lecker. Lecker? Ja. Guten Morgen! Nachdem wir die letzten zwei Nächte in dem größten Schmockloch aller Zeiten verbracht haben, also wir hatten wirklich das schlimmste Airbnb, in dem ich je war, geht es für uns heute weiter in ein Hostel hier in San Cristobal. Das ist eins oder das bestbewerteste Hostel in ganz San Cristobal. Und für nur 7 Euro die Nacht bekommt man auch noch Frühstück und Abendessen. Ich bin mega gespannt, ob es wirklich so gut dort ist. Ich werde es euch auf jeden Fall zeigen. Der da in seiner Box. So Leute, das Hostel ist wirklich überragend gut. Wir haben direkt um 4 Nächte verlängert, weil es so gut war. Für 7 Euro die Nacht haben wir Frühstück, wir haben Abendessen, wir haben einmal die Woche umsonst Spanisch-Lessons, wir haben Yoga mit drin, wir haben einmal die Woche Mojito-Night, wo alles umsonst ist, wir haben einmal die Woche Cocktail-Night, wo alles umsonst ist. Das ist einfach nur unglaublich, darum haben wir auch direkt verlängert. Und jetzt geht's für uns beiden in die Bimmelbahn und wir gucken uns den Rest der Stadt an. So, wir sind jetzt in der Bimmelbahn. Der ganze Spaß kostet 75 Pesos, geht einmal um die ganze Stadt, der zeigt einem alle Sehenswürdigkeiten. Sind 3 Euro, also voll in Ordnung. Mal gespannt, was der uns zeigt, was wir noch nicht gesehen haben. Irgendwie werden bei mir beim Bimmelbahnfahren immer Kindheitserinnerungen wach, weil ich früher auf dem Weihnachtsmarkt immer Bimmelbahn gefahren bin bei mir im Heimatort. Muss direkt wieder dran denken. Hey Mr. Phil, wie gefällt Ihnen eigentlich San Cristobal? Genauso gut wie Campeche. Genauso gut oder besser? Besser, die Temperatur ist noch kleiner. Danke für das Interview. In der Tour war jetzt sogar so eine Kaffee-, Schnaps- und Kakao-Verkostung mit drin. War halt nur ein bisschen, aber war ganz cool. Einheimische Produkte probiert und ja, war ganz gut. Kuss. El Chmorgo höchstpersönlich hier am Start. Der Boss sitzt tiefer,
Nein, warte mal, wie geht das denn? Und der Schock sitzt tiefer wie der Boss im Beamer. Gehst du doch mal aus dem Weg hier, immer sind sie im Weg. Mal halten sie die Kamera drauf. So, der Bimmelbahntrip ist jetzt vorbei, war ganz entspannt, aber eigentlich haben wir alles schon zu Fuß gesehen vorher. Also würde ich nur empfehlen, wenn ihr am ersten Tag hier seid und euch einen Überblick verschaffen würdet. Ansonsten würde ich es eigentlich nicht machen, wenn ihr hier schon ein bisschen länger seid, die Stadt schon zu Fuß erkundet habt, weil wir haben echt nichts Neues gesehen. Und jetzt gehen wir mal wieder was essen, wieder vegan und gesund. Wir haben uns nämlich vorgenommen, echt darauf zu achten, weil die letzten Monate waren echt ekelig. Aber naja, es klappt hier auf jeden Fall gut in San Cristobal. Guten Morgen, wir machen heute eine Tour zum Canyon del Sumidero für 425 Pesos, was etwa 17 Euro sind. Der Canyon ist damals gleichzeitig mit dem Grand Canyon entstanden und soll sogar ähnlich aussehen. Bin auf jeden Fall gespannt, wie es dort aussieht und nehme euch wieder mit. Bis gleich. Ein wahrer Mann. Lass dich vor keine Aufgabe scheuen. Gut, dass Mama mit dabei ist. Grüße gehen raus an meine Mama. Wir sind jetzt am Ufer, wo die Boote anlegen und halt abfahren zum Canyon. Und die haben uns gerade erzählt, dass es heute eine behördliche Anordnung gibt, dass keine Boote fahren dürfen. Mega blöd gelaufen, jetzt sind wir irgendwie umsonst hier komplett. Ja, wir wissen auch noch nicht, was wir jetzt so machen. Das ist gerade ein bisschen blöd. So, wir fahren jetzt einfach zurück und ich denke, wir probieren es morgen nochmal. Hoffentlich klappt's dann. Wir sind einfach komplett lost auf so einem Markt und der Markt ist einfach wie eine komplette eigene Stadt und wir suchen die ganze Zeit unser Kollektiv, aber wir finden es einfach nicht. Es geht hier. Mercado, wo bist du? Hier passiert doch was. Unfassbar. Mega geil. Wow. Wir haben die Station, Mann. Mega geil. Super Pollo. Hey, Schmogo. Geh es nochmal, wenn du nicht filmst. Wo sind wir hier nur wieder gelandet? Gar nicht mal so mega geil hier. So, wir sind jetzt in einem Naturschutzgebiet hier in den Bergen. Hat 10 Pesos Eintritt gekostet. Wir laufen jetzt einfach mal ein bisschen rum und schauen uns das an. Sieht auf jeden Fall mega cool aus. So, Mr. Phil, komm. Geht's jetzt los? Ja. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier hinzukommen. Guckt euch einfach den Ausblick an. Unfassbar schön hier. Wirklich. Allein. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass wir irgendwie in Deutschland sind, im Wald. Schaut euch das mal an, das sieht wirklich richtig heimisch aus irgendwie.
So, Kenny in die zweite. Nachdem wir gestern nicht reingekommen sind, versuchen wir es heute nochmal. Es sieht doch schon ganz gut aus. Ich hoffe, das wird was. Pesos. Mega gut. Mega geil. Wir haben es tatsächlich geschafft und sind auf dem Boot und es geht jetzt gleich los. Hey, guck nur mal in die Kamera hier. Ja. Was sagen sie heute? Schönes Wetter. Schönes Wetter, das wird was. Die Tour war wirklich mega beeindruckend durch den Canyon. Wir haben Krokodile gesehen, wir haben Affen gesehen. Das Ganze hat jetzt zwar 2,5 Stunden gedauert. Ich glaube leider, ich habe einen Sonnenstich, weil die Sonne halt wirklich durchgehend geknallt hat. Und ich habe meinen Cappy vergessen, leider Gottes. Aber es war trotzdem super cool. Und es hat mich mega gefreut, das machen zu dürfen. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist jetzt 6.30 Uhr in der Früh. Ich mache heute eine Tour an die Grenze von Guatemala zu den Lagos de Montebello und zum Wasserfall Chiflón. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt und nehme euch wie immer mit. Wir sind gerade noch in Mexiko, aber da hinten sieht man schon Guatemala und gleich fahren wir rüber. Yeah. Okay Leute, noch bin ich in Mexiko. Und jetzt bin ich in Guatemala und im zweiten Land meiner Weltreise. Ich freue mich auf jeden Fall mega auf Guatemala, weil es hier schon wunderschön ist und ich hoffe, dass die Landschaft in Guatemala einfach überall so schön ist. Einfach dieses Grüne, diese Berge, überall sehen, ich finde das unglaublich toll. Ey Leute, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber da ist so ein Regenbogen um die Sonne einfach. Ich habe noch nie sowas gesehen in meinem Leben. Thank you.
made it. Nice. So, wir sind jetzt am El Chiflón Wasserfall angekommen und hier gibt es auch eine Zipline. Ich schau mal, ob das offen ist und ob ich es machen kann, habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf. I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real. But I know love is based on honesty. Kept thinking how real love should feel. Knowing that it's not just you, it's me. 'Cause I was made to be free. And myself only. I've been like that since I was a kid. I've always put my feet wherever I want to. Before I saw who I could be. Gönnt euch einfach mal diesen View, es ist unglaublich schön. Kept thinking, where did I go wrong? Then realizing where I do come from. Was asking how. Okay, ich mache jetzt diese Zipline-Tour. Ich bin mega aufgeregt, aber ich glaube, das wird einfach nur Spaß machen. Bist du bereit? Oh. Ja. Mama, yay. Papa, ich liebe euch. You ready? Ja, halbweg. Füße hoch! Woohoo! Das war auch schon das Video zu San Cristobal. Ich fand es hier in San Cristobal und in der Umgebung wirklich super schön und war jetzt insgesamt 8 oder 9 Tage hier. Man kann einiges erleben, die Wasserfälle, der Canyon, wir waren an der Grenze von Guatemala. Alles wirklich super schön, also ich kann San Cristobal wirklich nur weiterempfehlen. Wenn du mal in Mexiko bist, musst du unbedingt hier vorbeischauen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und mir einen Daumen nach oben da lässt. Und wenn du Fragen oder Anregungen hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Ich werde alles aufnehmen und beantworten. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Unterstützung. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao.